Ja, herzlich willkommen. Wie man sieht, es ist dunkel. Es ist auch schon 10 vor 9. Also schon reichlich spät, aber es soll heute Schnee geben heute Nacht. Da habe ich mir gedacht, da musst du raus. Mit der Hängematte, mal gucken. So kalt wird es nicht, aber der Rucksack ist voll. Oh, fängt schon an zu schneien, schön. Naja, dann kommt mal mit, dann müssen wir uns schnell mal einen Platz suchen und dann werden wir alles aufbauen und dann machen wir noch ein kleines Lagerfeuer. Also ja, wie man jetzt sieht, habe ich mein Setup schon aufgebaut. Das schneit schon ganz schön. Coole Sache. Ich bin jetzt ja nicht hier auf dem Acker oder so, also ein bisschen im Wald geschützt. Lass mal gehen, ich denke mal. Auf jeden Fall wird das mal was anderes, im Schnee aufzuwachen bei uns. Cool. So, dann werde ich jetzt mal alles vorbereiten fürs Lagerfeuer. Und dann geht's los. Ja, so, es ist jetzt um 12. Jetzt geht's ab ins Bett. 20 Stunden, das reicht, glaube ich, heute. Wie man hört es, vielleicht hört man es, ich weiß es nicht, ob man es hört. Aber es geht jetzt so leicht über in Grisselregen. Also es ist schon so, es ist kein Schnee mehr, es ist schon nicht mehr schön. Vor meine Kapuze, die war vorhin noch schon gefroren. Naja, jetzt liege ich erstmal an meiner Hängematte. Schön mollig warm ist es schon. Mal gucken, ob ich euch morgen das Setup zeige. Ich habe heute nochmal was anderes mit. Was heißt was anderes? Eigentlich eine Doppel-Isomatte. Eine von unten drinne und eine unterm Schlafsack. Einfach um, weil ich ja wusste, dass heute Wind ist, dem auszugehen, dass es sich auskühlt. Bis jetzt ist das herrlich. Ich habe jetzt ein bisschen Musik schon gehört. Fühlt sich gut an. Na gut, ich sag dann mal bis morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, die Nacht war wieder traumhaft. Man hat allerdings jetzt schon gehört, die Flugzeuge sind unterwegs. Sonst hört man hier rein gar nichts. Ich kenne die Stelle ja hier schon. Wir haben hier schon mal ein Sommerbiwak gemacht. Das ist so eine kleine Senke. Ist man gut geschützt, auch bei Wind. Und ja, gefällt mir die Ecke hier. Und außerdem war das jetzt, weil das ja nur so kurzfristig war, die beste Möglichkeit. Weil ich hier wusste, wie die Situation ist, wie die Bäume stehen. Und dass hier auch genügend Trockenholz zu finden ist, wie Feuermann. Ja, bei dem bisschen Schnee, was jetzt gestern runterkam, das war ja gar nichts. Und das meiste davon ist auch schon wieder alles weg. Das war also nichts. Wegen des großen Schneegestöbers. Und ja. Temperaturentechnisch sind wir wieder in der Plusgrade. Dementsprechend haben wir heute noch ganz schön geschwitzt. Macht aber nichts. Schlafsack aufgemacht, habe ich jetzt schon. Aber ich glaube, ich werde mich nochmal umdrehen. Die Ruhe genießen. Schön. Ja, hier sieht man nochmal meinen Schlafsack.
wie gesagt, es war mega warm über Nacht. Es war richtig schön. Ja, bis auf der Regen heute Nacht einmal. Oder ja, es hat getaut und kam von den Bäumen runter. Sieht man das so ein bisschen. Übrigens hier hinten in der Ecke, wenn ich da noch Fotos finde, dann zeige ich euch mal, wie wir es aufgebaut hatten beim Biwak. Hat nämlich hier, da in der Ecke haben wir gesessen. Und nach hier hinten hoch hatten wir die Zelte stehen. Da war eins und hier drüben war noch immer eins. Wenn ich da Fotos finde, dann stelle ich meistens mit rein jetzt. Ja, mal schauen. Wie gesagt, das ist hier so eine kleine Senke. Und hier befinden wir uns, geht hier ganz schön gelegen. Echt schöne Ecke. Hier ist sogar noch so ein schöner netter Grenzstein. Die Landschaft ist einfach zu geil hier. So geht nicht. Übrigens, dieser Berg nennt sich Kalkhohlenberg. Hier wurde früher Kalk für die Landwirtschaft abgebaut. Da ist hier hinten das ist ein richtig großes Abbaugrube. Und ich weiß nicht, ob sie hier aus diesem Loch auch was rausgeholt haben. Ich habe keine Ahnung, ob das zusammenhängt hier. Natürlich ist dieses Loch auf jeden Fall nicht. Aber ein schönes Plätzchen zum Schlafen halt. Gelegen hier. Und da hinten, wie gesagt, ist dann nachher das Abbaugebiet. Da gehen wir nochmal hin. Ja, jetzt hier sieht man das. Hier wurde das früher abgebaut. Ist ein ordentliches Löchle geworden. Das wurde dann auf den Feldern ausgebracht als Dünger. Das Material. Es wurde nachher eingestellt, weil ja Kunstdünger hergestellt wurde, was viel effektiver war. Solche Löcher haben wir hier in der Gegend vermehrt. Nach der hinten ist nachher auch noch ein bisschen was. Aber hier, das ist das größte Löchle. Schon gewaltig. Da haben sie schon Mengen rausgeholt. Naja, gut. Dann werden wir mal wieder ins Lager und dann zusammenpacken. Denn meine Frau wartet schon. So, alles aufgeräumt.
Also hier war einmal frei. Ich denke mal, hier werde ich noch mal wieder herkommen. Das ist eine echt schöne Ecke. Hier vorne hatte ich ja das Feuer. Ist nichts davon zu sehen. Na gut, ab geht's zum Auto. Haben wir ja nicht weit. Ist auch jetzt bei diesen Witterungsverhältnissen. Hat man ja auch extrem viel Klamotten mit. Ich hatte ja vorsichtshalber mehr eingepackt, falls es doch kälter wird, aber das war zu viel. Naja, gut, man lernt daraus. Tja, ihr Lieben, das war's. Ich habe alles eingepackt. Jetzt geht's ab nach Hause. Hat wieder mal viel Spaß gemacht die Nacht. Ihr solltet es auch mal ausprobieren. Es ist echt herrlich draußen zu sein. Einwandfrei. Was Besseres gibt's gar nicht. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.